Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir haben auf der Normandy alle abgegrast, haben in der letzten Folge ein super mega tolles Geschenk von Tali bekommen, nämlich ein Bild von ihr ohne Maske. Das war schön, das wollte ich auch unbedingt im Let's Play haben, deswegen auch die Romanze mit Tali, weil ich es selber auch noch nie gemacht habe in einem Spieldurchlauf und auch mal einen Quarianer ohne Maske sehen wollte. So, auf Runoch, da sind nun wieder Quarianer und Geth vereint. Sehr schön, Massenportalsprung. Sollen wir mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt hier schon neue Systeme haben. Silean-Nebel, da können wir auf jeden Fall noch was machen. Ismar-Grenze, Halbmondnebel, Würgeschlund, 100, da 100. Kelston Rift 100. Dieses komische Ninmar-Cluster, habe ich, keine Ahnung, immer noch nicht nachgeguckt, ist mir auch immer noch nicht so geheuer. Wir gucken erstmal im Silean-Nebel, da haben wir gerade mal 9% entdeckt. Da muss ja alles voll sein. Da müssen wir jetzt alles auf einmal finden. Ich bin gespannt. Gut, hier haben wir schon mal 100%, aber wir haben hier noch jede Menge andere Systeme. Teolia zum Beispiel. Boah. 4 Systeme. Yeah. 621 noch übrig. Sollten wir schaffen. Ich habe etwas gefunden. Das ist super. Auf Nevos. Scanner starten. Bam. Ringe von Alune. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Wieder was, was wir... Entschuldigung, das war jetzt ein Fehler, glaube ich. Was wir abgeben können. Gut, da hinten ist noch was. Hier ist bestimmt Treibstoff. 375 Einheiten. Jo, dann verlassen wir das Ganze mal. Jo, und fliegen genauso wieder rein. Und gucken mal, was wir auf Quirizia finden. Die Aussprache war jetzt legendär. Credits erhalten. 10.000, wenn ich das richtig gesehen habe. Das nehmen wir gerne mit. Tschüss. ULG-Sprung erfolgreich. So, dann können wir eigentlich direkt nach Fontes. Fupp. Signal bestätigt. Oh, gleich zwei. Ah, leider auch schon die Reaper an der Backe. Dekuna, die Heimatwelt der Elkor. Da sollen wir doch auch irgendwas finden auf Dekuna. Genauso wie auf der Heimatwelt der Volos, glaube ich, oder? Also irgendwas für eine Quest. Codex der Ahnen, sehr nice. Falsche Richtung. Hallo. Oltan. Ein Mond von Dekuna. Mach hinne. Aber zum Glück scannen wir außerhalb von Raum und Zeit. Elkor-Flottille. So dass uns die Reaper ja hier nicht erwischen. Das wird. Jetzt haben sie uns. Nein, alles normal. Aber wir wissen, wo es ist. Fortfahren. Da bin ich, glaube ich, einen Schlenk zu viel geflogen. Und das war nicht gut. Signal bestätigt. Sehr schön. Und jetzt haben wir mal keine Reaper auf uns aufmerksam gemacht. Halt. Ich wollte hier aber gerade sagen, habe ich daneben geschossen? Codex der Ahnen. Na. Hab auch nie unter Kontrolle, wo mein Mauszeiger ist. Merke ich auch in anderen Spielen. Und die Echo-Flotte. Ich sag jetzt einfach 10 Minuten gar nichts mehr. Echo mal hier. Denke mir, ich muss hin. Hallo. Hallo?
Reaper an der Backe. Sprit gefunden. Tschüss, den hole ich mir gleich ab. Ausweichen erfolgreich. So, ausweichen erfolgreich. Wir fliegen mal so rein. Da könnte ein bisschen weit oben sein. Das reicht, um sich ein Brötchen beim Bäcker zu holen. Mehr braucht nicht. Nahula, Nahuala. Ich habe etwas gefunden. Das ist natürlich ein Traum. Hietiana. Was haben wir denn hier? Ceres-Wache. Cool. Okay, dann gibt es hier bestimmt noch irgendwo einmal Treibstoff, bitte. Warum habe ich jetzt so krass geleckt gerade oder war so langsam? Wir kriegen nochmal 250. Das sieht doch gut aus. Da sind wir dann wieder fast voll. ULG-Sprung erfolgreich. Und nach Loropi. Schwupp. Was ist denn hier? Jetzt. Signal bestätigt. Ausweichen erfolgreich. Das war übelst knapp. So, hier gibt's Sprit. 300. Ist das alles? 50%, hier muss noch irgendwas sein. Reaper-Umgang. Ja, Reaper-Umgang. Jetzt will ich mal gucken. Was das ist. Asari betrieben für gewaltige Sonnenkollektoren. Bla, verlassen. Wo sollen hier noch was sein? ULG-Sprung erfolgreich. Meine Herren. Kommen wir mal von hier. Stimmt. Irgendwo im Asteroidengürtel. Ausweichen erfolgreich. Bestimmt irgendwo im Asteroidengürtel. Boah, was fliege ich denn hier für einen Zickzackkurs? Reaper-Umgang. Das war dumm. Das war so dumm. Könnt ihr bitte? ULG-Sprung erfolgreich. Jo, kommen wir mal so rein. Da! Ausweichen erfolgreich. Da war noch ein kleiner einzelner Planet. Den hätte man aber auch vorher sehen können. Yazilium. Scanner-Daten. Ja, da war nix, ich weiß. Amali Scharfschützeneinheit. Yeah, Sniper sind immer gut. Warum bin ich hier stehen geblieben? Reaper Umgang. Oh, da war ich wahrscheinlich etwas weit außerhalb mit dem Mauszeiger. Und schwuppdiwupp bleibt man da mal einfach stehen. Ist ja auch ein bisschen fies. Gib mir Treibstoff. So, dann hätten wir hier auch 100% im Silea-Nebel. Das ist schön. Und dann ab auf die Citadel und erstmal Zeug abgegeben. Wir haben ja zwei Sachen jetzt gefunden beim Scannen. Können wir auf jeden Fall schon mal wieder unser Questlog ein bisschen ausdünnen. Das mache ich ja immer ganz gern. Wobei, jetzt geht's. Jetzt ist es nicht mehr voll. Jetzt haben wir den Großteil der Nebenmissionen erledigt. Jetzt kommt eigentlich fast nur noch Prioritätsmissionen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich könnte natürlich auch alles täuschen. Sie dürfen andocken, das ist schön. Ich darf erstmal was benötigen trinken. Benötigen Sie ein Transportmittel? Zu den Botschaften. Ich muss zu den Botschaften. Da will sich ja die Asari mit uns treffen. Aber dann können wir erstmal auf die Map schielen. Commander Bailey, Asari-Ratsherrin. Gut, hier ist erstmal nichts. Hier ist nichts.
schon erwähnt, hier ist nichts. Ja, ah, okay. Huerta Krankenhaus. Jacob und ein Berater. Also müssen wir ins Krankenhaus. Wir müssen ins Purgatory. Wir gehen auf jeden Fall zu Tali. Gut, fangen wir mal im Krankenhaus an. Ich mache das mit der Asari zum Schluss. Jetzt erstmal ins Krankenhaus. Einen Moment bitte. So. Berater in der Patientenlounge. Da! Entschuldigen Sie, ich habe die Ringe von Alune beschafft. Sie warten in Buch D24 auf Sie. Das ist wunderbar. Ein Traum. Danke. Gerne. Mein Volk wird diesen wundersamen Fund als Aufruf verstehen, die Krankenhäuser in der Nähe zu unterstützen. Super. Ja, auch bei mir melden sich jetzt viel mehr. Vielleicht überstehen wir diesen Krieg doch noch. Na, das will ich ja schwer hoffen. Okay. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Purgatory. Einen Moment, bitte. Und Tali war im Präsidiumsunterhaus beim Gericht. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. So ist es. Hier müssen wir erstmal den wütenden Elkor, der ist... Bist du das? Ja. Ich habe den Kodex der Ahnen von Dekuna zurückgebracht. Er wartet in Buch D24 auf Sie. Erstaunt und erfreut. Wirklich. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielen Dank, Mensch. Aufrichtig. Das wird unserem Volk eine große Hilfe sein. Ach, die Elkor, ich mag's. Das hat noch gefehlt, so einen spielbaren Elkor oder, auch ein Volos oder so. Elkor waren wahrscheinlich eher schwierig umzusetzen. Deswegen. Hast du noch was zu sagen? Mit aufrichtiger Dankbarkeit. Vielen Dank, Mensch. Dankeschön. Escape. Logbuch. Missionsüberblick. Beängstigt. Es donnert wie Sau. Ah, das Nexus. Da können wir noch nicht hin. Priorität. Cerberus-Verschlüsselung brauchen wir noch. Und Obelisk von Kasa, proteanische Sphäre. Okay. Ja, in den Hades Nexus kommen wir noch nicht. Das heißt, es geht jetzt ins Präsidiumsunterhaus. Kurz zu Tali. Spectre-Status erkannt. Einen Moment, bitte. Einen Moment. Und, ja, mal gucken. Wahrscheinlich werde ich in der Folge auch noch die Asari anquatschen. Können wir in der nächsten Folge mit der Mission weitermachen? Gericht. Ah, das ist wieder der Fehler, der kleine Anzeigefehler, denke ich. Die steht wahrscheinlich da, wo sie sonst auch immer stand. Oder wo wir sie das erste Mal getroffen haben. Jo. Die Schiffe können in 36 Stunden da sein. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Nein, die Evakuierung ist völlig ausreichend. Danke, Botschafterin. Botschafterin? Ich koordiniere die Flotte, solange wir hier sind. Kolonien evakuieren, turianische Verteidigungslinien stärken. Genau hier war es, glaube ich. Auf den Tag vor 3 Jahren. Was? Dass Sarens Attentäter mich beschossen haben. Ich war neu auf der Citadel und dachte, ich brauche keine Barrieren. Großer Fehler. Das soll hier gewesen sein? Das sah irgendwie im ersten Teil ganz anders aus. Das war doch ein Korridor und kein offener Bereich. Saren wollte sie umbringen? Ja, ich hatte bei den Guests die Aufnahme gefunden, die bewies, dass er für die Reaper arbeitete. Ich ging nach Ilium, um die Behörden zu informieren, aber Sarens Söldner griffen mich an. Ich entkam nur knapp. Ich ging an Bord eines Frachters und kam hierher. Ich dachte, ich wäre sicher. Das haben Sie nie erzählt. Wie schlimm war's? Eine Poloniumkugel in den Arm. Nur nach wenigen Minuten hatte ich Fieber. Es war die erste echte Verletzung auf meiner Pilgerreise.
Ich lief sofort zur Ratsbotschaft, bat um Schutz und bot die Daten über Saren an. Der turianische Beamte nannte mich Anzugratte. Ich sollte abhauen, sonst würde er mich von der Station werfen lassen. Ich wünschte, er könnte sie jetzt sehen. Hat er gerade. Das war er. Ich glaube nicht, dass er sich erinnert. Also geht es hier nicht um die erste Begegnung mit Shepard, wo wir sie gerettet haben, sondern um die Geschichte, die sie gerade erzählt hat. Und trotzdem unterstützen sie ihn jetzt. Der Krieg ist zu groß für alten Groll. Sie haben uns das gezeigt. Wir haben Frieden mit den Geth. Ich habe keine Zeit für einen dummen Turianer. Außerdem ging's gut aus. Ich schaff's in die Bezirke, sie finden mich. Happy End. Juhu, Feuerwerk! Und jetzt bekommen die Turianer die verzweifelt benötigte Hilfe. Ich hätte ihm beinahe gesagt, wer ich bin, damit er sich entschuldigt. Warum nicht? Vielleicht mussten wir beide erst erwachsen werden. Der Unterschied ist, dass sie geholfen haben. Der Unterschied waren sie. Oh, ich mag dich auch, Tali. Alles sieht so friedlich aus. Noch. Naja, bis auf die Einschusslöcher in der Wand und die kaputten Scheiben und das Feuer hier und da. Aber sonst ist cool, ja. Doch. So, ich habe mich gerade dazu entschlossen, noch zur Botschaft zu gehen, zu Dinas Büro, aber erst in der nächsten Folge mit der Asari zu quatschen. Ich glaube, das wird noch eine etwas längere Gesprächssequenz. Die will ich jetzt nicht noch in diese Folge stopfen. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es ab und zu mal donnern hört. Ich glaube nicht, weil so empfindlich ist das Mikro dann doch nicht. Was gut ist, dass man nicht jede Fliege hört, die vorbeifliegt, so ungefähr. Aber hier bahnt sich ein großes Gewitter an. Im Big B Berlin. So, Earth Councilor Bonaludina. Kann man auch mal durchstreichen, der ist nämlich tot. So, wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter und quatschen mit der Asari-Ratsherrin. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.